doch im Prinzip alles nur Wasser. So, Höhle. Super. Freue ich mich schon wieder drauf. Ich frage mich eigentlich, warum man hat man hier nachher nicht das Arktos hingepackt, statt in die Eisschaumhöhle. Ich finde, das passt hier doch. Guck mal. Können wir leider nicht hoch. Sieht das nicht lustig aus? Wie, 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 wie. Ganz viel Fremdwerbung machen. Wie, 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 ach, ist das schön. Da könnte man den ganzen Tag vorsitzen, oder? Und sowas beobachten. Das tut ja überhaupt nicht in den Augen weh. Ach ja. Und bei dieser schönen Melodie. Einfach mal entspannen, einfach nur. Naja, wir müssen... Oder bei einem Pokémon-Ruf. Wir müssen ja weiter. Huhu. Oh. Ich glaube, das ist brüchig, das Eis. Wir wollen ja alles hier mitnehmen. Hyperball! Den brauchen wir nicht mehr. Ene mene Miste, es rappelt in der Kiste. Ich gehe auf dich, ich stehe auf dich und ich nehme dich. Das war der Richtige. Hier können wir eine Schlitterpartie hinlegen. Oder auch nicht. Wow. Mann. Sind wir talentiert. Ich nehme dich, weil du bist cool. Ja, ich hab halt Skill. Huh. Ich hänge fest. So viel zum Skill. Nein! Oh. Finde Kaskade. Was können wir wohl mit einer Kaskade machen? Können wir damit Kaskaden hochfahren? Das wäre ja mysteriös. Können wir damit jetzt... Warte mal. Wir bringen mal ein Pokémon Kaskade bei. Beutel. Wir müssen das ja beibringen. Sonst können wir ja die Kaskade da nicht hochfahren. Kaskade. Ja. Die Attacke ist zwar nicht schwach, aber sie ist schwächer als Surfer, was irgendwie doof ist für unser Aucho. Ja, das ist jetzt blöd. Jetzt müssen wir eine Attacke verlernen. Ist ja wirklich doof. Ich hasse dieses Spiel. Im Prinzip können wir Biss verlernen. Im Prinzip. Aber nur im Prinzip. Ja, verlernen wir mal Biss. Dann können wir das Prinzip besser ausführen. So, also ganz im Prinzip. Ja, ja. 1, 2, schwupp. Vergesst du bist und Maschine bereit. Kaskade. So. Jetzt müssten wir hier eigentlich ohne Probleme hochsurfen können. Klappt ja super. Mhm. Mann, ist das spannend. Ach, wir müssen den Wasserfall ansprechen. Klar, hätte man direkt drauf kommen müssen. Ich meine, das macht man auch in der realen Welt so, wenn man einen Wasserfall hoch möchte. Lieber Wasserfall, lässt du mich hoch? Ich meine, das macht man ja nicht einfach so, sondern man spricht ihn darauf an. Wäre sonst voll unhöflich natürlich, ne? Oh, Lorelei, Team Rocket? Oh, wir sollen speichern. Sieht mir nach dem Postfekt aus, so. Also so voll epic hier so. Und weil das halt ein Kampf ist, den nur Porenta bestehen kann, lassen wir es Porenta machen. Lasst eure Köpfe von den Pokémon in der Höhle! Moment mal. Also wir sind hier an einem Ort, an dem Team Rocket nur mit der Kaskade hin kann und Lorelei auch. Und das auch nur, nachdem sie den Wasserfall angesprochen haben. Woher besitzt Team Rocket die VM? Tut, was ich euch sage, oder ihr werdet mich kennenlernen! Ja,
Also, wenn die jetzt ein Date mit dir haben wollen, dann sollten die nicht tun, was du sagst, oder wie? Ah, sei still, Göre, und lass uns in Frieden. Nicht, dass deine Brillengläser beschlagen. Jetzt wollte ich mich angucken, finde ich es auch lustig. Ananas, was machst du denn hier? Hast du herausgefunden, dass man den Wasserfall ansprechen muss? Für die Haltung später, ich brauche jetzt eine Hilfe. Hilf mir, diese Wilderer zu vertreiben, ehe sie noch mehr anrichten. Nö, du bist Tröpf hier. Sie haben ihr Pokémon gefangen und sie anschließend verkauft. Oh nein! Bist du bereit? Du übernimmst diesen los. Ich lasse mir keine Befehle erteilen. Was? Wer sagt, dass wir mit dem Pokémon nicht das anstellen können, was wir wollen? Ich meine, wir sind Team Rocket, das nicht aufgelöst worden ist. Ja. Ein Zubat! Nein! Er wird uns fertig machen! Also wir haben keine Chance mehr. Purenta wird diesen Kampf verlieren. Gegen Purenta tut mir leid. Wir hätten das vorhersehen müssen, dass er Purenta, dass er Zubat einsetzt. Aber ich glaube, mit dem Schlitzer ist das ganz schnell geregelt. Und noch ein Zubat. Schlitzer. Kein Volltreffer und trotzdem K.O. Boah, ich hat's halt drauf. Und ein Golbat. Wirst du das mit einem Schlag besiegen oder Volltreffern? Wir werden's erleben. Und es ist... kein Volltreffer. Schade, 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 schade. Da muss man auch nicht viel Schaden, ne? Mit einer Volltreffer-Attacke, Windschnitt. Und es ist auch Volltreffer-Attacke, ne? Und Level Up für unser Super Purenta. Plus 2 überall. So. Das haben wir nicht geplant. Ja. Das ist nicht mein Problem, Leute. Umpf. Nee, falsch. Umpf. Wir sind barely schwach. Du, sprich. Ich kann keine deutsche grammatikalischen Sätze bilden. Wohin habt ihr die gefangenen Pokémon gebracht? Ich zerschlage eure Organisation. Ein für alle Mal. Das bringt nichts, Lorelei. Hab ich auch schon gemacht. Und trotzdem sind sie noch da. Unmöglich! Das werde ich nie verraten! Falls du es mir nicht sagst, werden wir dich einfrieren! Das ist voll brutal! Außerdem gibt es die Freeze Claws, der andere könnte noch entkommen. Mein Lapras ist außer sich für das, was ihr seinen Artgenossen angetan habt! Los, Lapras! Eisstrahl! Das hat nur eine 10%ige Chance, einzufrieren. Da, dann setzt du 10-mal Eisstrahl an. Obwohl ich eher glaube, dass der da eher K.O. geht. Müssen wir den Pokémon Center heilen und heilen lassen, okay. Bitte nicht! Okay, ich sage es dir! Die Pokémon sind im Rocket-Lager auf Island 5! So, jetzt weißt du's! Wir verschwinden jetzt! Aber ich bezweifle, dass du es je bis zum Rocket-Lager schaffst! Ha! Ja! Ich bin ein Pirat! Warum lassen wir sie laufen? Ananas, danke! Aber das ist grausam! Ich bin auf diesen Island geboren und aufgewachsen! Ich hatte keine Ahnung, dass sich diese schrecklichen Kriminellen hier herumtreiben! Ja, ich auch nicht! Das ist unglaublich! So, also dann gehen wir mal weiter hier auf die Insel. Oh, Sarkasse. So. Ananas, danke, aber das ist bla bla bla. Das hab ich alles schon erzählt. Willst du gar nicht immer zweimal hören? Kann dann mal jemand aufs Telefon gehen, Leute. Reg mich auf. Jugend Level 53. Krass. Jugend Level 53 ist echt krass. Da hilft jetzt unser Topschutz nicht mehr. Welches Pokémon Level 53? Muss man sich mal kurz zu denken geben. Moment mal. Wenn hier ein Yugong Level 53 außer was Eisattacken kann. Wir haben die es dann mit Zubat und Gorbat so weit geschafft, wenn die gerade mal Level 38 sind. Ach mein Gott, das Spiel ist mal wieder herrlich unlogisch. Schutz wirkt nicht mehr. Ah, ich dachte, jetzt haut noch ein Pokémon auf den letzten Meter. Wie das? Ich war zuerst da. Hexe. Hexe muss brennen. Hexe muss brennen. Etwas betrübt meinen Geist. Falls es auf der Insel, auf der ich geboren wurde, etwas Schreckliches passiert. Ich wollte es nicht erfahren, weil ich in der Pokémon-Liga wäre. Quittier den Dienst. Zeig, dass ich meiner Heimat verantwortungslos gegenüberstehe. Quittier deinen Dienst. Du bist ja eh nicht in der Pokéliga, das finde ich ja sowieso unsozial von dir. Das finde ich auch rücksichtslos von dir eigentlich. Kein neuer Trainer kann jetzt Champ werden, nur wegen dir. Moment mal. Wenn ich gegen Kosse anlache,
Lorelei ist nicht da. Aber wenn Lorelei wieder da ist, wo ist dann André? Aber wir sind ja im Prinzip Champ, das heißt, er kann nicht mehr Champ bleiben, oder? Das wäre eine interessante Frage. Also, auf nach Island 5. Krampf. Krampf. So, Island 5. Ist das spannend hier. Pokémon heilen lassen. So, musst du gerade kurz unterbrechen. Und es geht direkt weiter. Und so wollten wir unser Pokémon heilen. Eigentlich kann die Unterbrechung relativ doof. Ja. Die hätte ruhig 5 Minuten später kommen können. Naja. Ist ja auch egal. Ist ja jetzt auch egal. Wir werden einfach jetzt erstmal weitermachen, um zu gucken, wie weit wir kommen werden. Zerschneider. Nee, komm. Nee, keine Lust. Ich bin zu faul. Aber wir wollen Beutel. Superschutz. Genau, Superschutz wollen wir. Aber nur einmal. Dann können wir hier einfach... Team Rocket. Zutritt zu diesem Gebiet. Zutritt zu diesem Gebiet untersagt. Raus, raus. Hier steht nirgendwo der Name. Wäre irgendwie blöd. Hier ist Team Rocket. Polizei eintreten verboten. Oh, 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 oh. Das Level ist ja rapide gestiegen. Flitzer. War sehr rapide gestiegen. Naja, mal schauen. Ob wir das durchhalten. Das könnte tatsächlich irgendwie knapp werden. Noch ein Schlitzer. Nee. Ein Komprimator, ich hasse das. Ich hasse den Komprimator. Geh weg mit dir. Geh weg damit. Noch ein Schlitzer, los. Gut. Oh, toll. Klasse. Gut, Purenta. Und noch ein Slimer. Na, wir schauen. Und das Slimog. Machst du einen Volltreffer wenigstens? Komm. Ja. Nee. Langsam enttäuscht du mich, Purenta. Du warst mal besser. Hallo, das sollte dich aufmuntern, mal einen Volltreffer zu machen. Wetten, du musst jetzt einen Volltreffer. Nee, auch nicht. Da gibt's, ist ja schon ziemlich hoch die Chance. Ist das wahr? Nein. Was denn? Du hast dir nichts verloren. Geh nach Hause. Ist mir doch egal. Oh, ein Mädchen. Weiblich haben wir noch gar nicht gesehen. Du verschwendest Zeit auch, wenn du an mir vorbeikommst. Warum denn? Das ist die erste weibliche Team-Mitgliederin, ne? Ich glaube schon. Uiuiuiui. Moin, da haben wir ja schon was Neues gesehen. Volltreffer negiert Angriffsminderungen. Machen Volltreffer. Nee. Ich hatte Volltreffer erhöht die Verteidigung. Toll, Purenta. Das machst du echt klasse. Du solltest kein Beispiel an dem Akani nehmen. Das ist dir schon bewusst, ne? Du sollst so gut bleiben, wie du vorher warst. Nicht so wie Nakani werden. Fliegen. Ja, ein Bittertanz trifft zum Glück nicht. Und Fliegen trifft aber. Besiegt, komm. Ja. Immerhin hier ein Volltreffer ist wenigstens noch sinnvoll gewesen. Besser als wenn es fast besiegt wäre. So, Level 50 erreicht. Und noch ein Duflor, ja komm. So. Hacke geht wieder daneben. Oh. Aber der Fallbetreff war ja doch nicht so ungeeignet. Aber der Schlafwurm macht uns ja nichts. So. Weil wir haben ja... Nicht hier. Wir haben ja... Hier. Haben wir ja die Pokeflöte, die wacht unser Pokémon wieder auf.
Eine schöne Melodie. Grünsäure, Becken sind vergiftet. Na, sind wir nicht gut. Schlitzer. Mach das platt. Ja, okay, gut. Gut. So. Oh, das macht mich wütend. Ja. Ist mir egal. Du kommst um die Passwörter ohnehin nicht hinein. Oh, Passwörter? Doch, wir kennen doch das Passwort. Oder? Ah ne, wir kennen ja nur eins. Ja. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt leider genau hier, muss ich zumindest, beenden. Ja, tut mir leid. Naja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Was euch gefallen hat in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat in die Kommentare, ihr kennt das ganze Gedudel ja schon, indem ihr eine alte Folge guckt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, auf Wiedersehen, euer Enogard. Ciao!